sind geil, weil wir haben Spaß am Leben. Gamer sind geil, weil wir immer Gas geben. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr heute hier mein erstes Review-Video anschaut. Denn falls ihr es auch satt habt, einfach immer nur im Kreis zu fahren, dann habe ich hier genau das Richtige für euch. Denn Blur setzt auf ein interessantes Spielprinzip, ähnlich wie Mario Kart. Verfahren war also gestern. Es wird versucht, mit allen Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, die Gegner am Siegen zu hindern. Dabei helfen euch die Power-Ups. Ihr könnt diese drei Helfer sammeln. Als Rennboliden stehen euch über 50 lizenzierte Autos zur Verfügung. Von Audi bis Hummer ist alles dabei. Dabei wird in 6 Klassen unterschieden. Bei den Rennmodi hingegen habt ihr jedoch weniger Auswahl. Gerade mal 4 unterschiedliche Modi stehen zur Verfügung, was die Karriere auf Dauer etwas öde macht. In jedem Wettbewerb gilt es, bestimmte Vorgaben zu erfüllen, um gegen den Bossgegner antreten zu können. Als erste Renner stelle ich euch jetzt das Checkpoint-Rennen vor. Hier gilt es am Ende mit einem bestimmten Zeitüberschuss ins Ziel zu kommen. Unterstützen tun euch dabei die Zeitboni und Toro Power-Ups. Jedes Rennen, egal welche Art, beinhaltet auch kleine Extra-Aufgaben, welche es zu absolvieren gilt. Erfüllt man erfolgreich diese Aufgaben, gibt es ein paar Extra-Punkte oben drauf. Diese werden dann auf das motivierende Level-System gebucht und je mehr Punkte ihr sammelt, desto schneller schaltet ihr eure neuen Autos an. Als zweite Rennmodi gibt es den Destruction-Modus. Hier ist das Ziel, eure Gegner mit Blitzen abzuschießen und so Punkte und Zeit gut geschrieben zu bekommen. Jeder dieser gegnerischen Autos löst bei kompletter Zerstörung eine Art Falle aus. Diese kann eine Mine sein oder auch eine Schockwelle. Erwischt diese Falle eines der gegnerischen Fahrzeuge, erhaltet ihr Bonuspunkte, welche euch den geforderten Punkten näher bringen. Im dritten Modus steht euch noch das, sagen wir mal, ganz normale Rennen zur Verfügung. Das ist meiner Meinung nach der beste der 4 Rennmodi, denn hier geht es meist richtig zur Sache. Die Gegner nutzen ihre Power-Ups taktisch gut, platzieren Minen direkt hinter Power-Ups und nutzen Schockwellen zum Abwehr von Geschossen. Überzeugend gut ist auch der wunderschöne Sound der Motoren und Power-Ups. Mit einer richtigen Anlage wird das Spielgefühl dadurch noch authentischer. Zusammenfassend kann man sagen, dass Blur ein richtig gutes Spiel ist. Gut, die Karriere ist etwas öde auf Zeit, aber Blur bietet ja auch noch den Online-Modus. Dieser sorgt durch heiße Schlachten auf der Strecke auch für langanhaltenden Spielspaß. Mir hat Blur richtig gut gefallen und ich kann es jedem empfehlen, der auf Action-Rennspiele steht. Für mich ganz klar eins der besten Spiele 2010. Ich verabschiede mich mit den letzten Aktionen aus dem Rennen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ach ja, und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.